Hallo, mein Name ist Steffi und das ist mein Kanal Stempelwiese. Heute mal nichts Kreatives, sondern eine Produktvorstellung. Und zwar wird es ab dem 3. November bis zum 4. Januar spezielle Produkte geben. Und ich wollte die euch einfach mal näher zeigen. Ich werde euch auch unter dem Video noch dieses PDF verlinken. Ein bisschen heller machen. Ich habe es mir jetzt mal gespart auszudrucken. Muss jetzt kein Baum sterben. Hier sind so Anwendungsbeispiele in dem PDF und hier unten sind die Produkte. Die zeige ich euch jetzt einfach mal aus der Nähe. Und zwar gibt es zum einen das Designerpapier, klassische Weihnachten. Das ist auch mit den klassischen Farben. Also das ist jetzt hier wahrscheinlich so ein Tannengrün. Genau, Tannengrün, Sahara, Sand und Chili. So, ich zeige euch jetzt mal hier die Designs. Ich habe mal, also das wiederholt sich ja immer, das sind immer vier in vier doppelseitigen Designs. Also wir haben jetzt hier einmal Chili, vier Blatt. Das ist dann jeweils die eine Seite mit Sternen und gestreift. Und dann ist das die andere Seite, so Karo-Muster. Dann haben wir hier so Tannenbäumchen, Schneegestöber und mit dem Zweig. Und das ist dann eben jeweils hier bei dem Grün genauso. Das ist die eine Seite und das dann die andere Seite. Und mit dem Sahara-Sand ebenso. Das finde ich schön. Das sind schöne, dezente Muster. Kann man wunderbar für Hintergründe nehmen. Da sind insgesamt 48 Blatt drin. So, dann haben wir ein Stempelset. Das ist das hier, geschwungene Weihnachten. Das habe ich auch schon verwendet. Hier auf der Karte zum Beispiel habe ich die Schleife gestempelt und koloriert. Die Zweige hier sind jeweils verwendet, hier im Hintergrund als Kranz und den Text. Hier ein Gruß zum Weihnachtsfest. Und ich habe dann hier oben einfach nur, also ich habe mir mit dem Bleistift das vorgezeichnet und habe dann die Zweige gestempelt und habe hier oben das Stück einfach mit einem schwarzen Feinliner nochmal nachgezeichnet, dass sich der Kreis schließt sozusagen. Quasi. Das ist ein Clear Set und Deutsch. Ist auch mal wichtig. Gibt es auch noch in Englisch und Französisch. Und dann haben wir noch ein Produktpaket. Das ist dann für das ganze Jahr. Finde ich sehr schön. Das ist ebenfalls durchsichtig und ebenfalls deutsch. Du bist einfach einzigartig, selten gesagt, oft gedacht. Viel Schwung im neuen Lebensjahr. Schön, dass es dich gibt, mit viel Liebe für dich gemacht. Da hat man hier noch so drei Vögelchen und noch ein bisschen Grünzeug. So sehen die Stempel aus, also so groß sind die. Das ist halt so eine schöne Bordüre, lässt sich auch sehr schön kolorieren. Hier so mit Blüten drin und dann haben wir hier noch ein kleines Zweigchen noch mit dabei. Also wunderschön für Karten und fürs ganze Jahr halt. Und dazu gibt es passend diese Stanzform. Also da kann man eben diesen großen mit dem Efeu kann man hier ausstanzen, den kleineren. Die Vögel sind mit dabei und dann hat man hier extra noch so eine Bordüren im geschwungenen Stil. Nennt sich ja auch schön schwungvoll. Daher der Name. Ja. So. Und ich habe es zum Beispiel so gemacht, weil ich das eigentlich ganz gut finde und alles ganz hübsch finde und denke auch verwenden könnte. Gibt es dann noch als Gesamtproduktpaket, also Produktreihe nennt sich das ja. Das sind dann beide Stempelsets dabei, die Stanzform und das Papier. Und das kostet dann miteinander 85,50 € statt 95 €. Also es ist halt auch nochmal etwas günstiger, wenn man es im Gesamtpaket kauft. Wie gesagt, steht auch hier oben nochmal.
So. Ist ab 3. November bestellbar bis 4. Januar. Hier sieht man auch noch schöne Anwendungsbeispiele. Ich finde ja die Idee cool. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, ob es der Ersteller auch so gedacht hat. Hier wie so eine Art Himmel oben und hier unten die Erde, die nach hinten dunkler wird. Also die Idee dahinter finde ich cool. Zumindest kann ich das daraus interpretieren. Also die werde ich mir mal so mopsen, wie sie ist und mal gucken, was man da draus machen kann. Also man kann Weihnachtskarten machen oder eben unter das Jahr verschiedene Projekte. Genau, das ist die Information dazu. Wenn du irgendwie Fragen dazu hast, melde dich jederzeit. Ansonsten hören wir uns dann oder sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!